Den stellvertretenden Vorsitzenden der Familienbetriebe Land und Forstkraft in Thüringen, Herrn Sesselmar. Aus der Thüringer Landespolitik begrüßen wir den Ministerpräsidenten Herrn Bodo Ramelow. Herr Ramelow, unser Gast, und wir behandeln ihn auch wie einen Gast und wir lassen uns gegenseitig ausreden. Ich hatte es eingangs gesagt, die Anzahl der Leute, die sich heute aufgemacht hat, die heute in den frühen Morgenstunden die Aktennachricht nach Wattenhaft haben, um 2 Uhr, die um 2 Uhr auf den Weg gemacht haben, hier nach Erfurt. Das zeigt den Druck, unter dem wir stehen. Das zeigt auch die Kampfansage, die Ampel an uns gemacht hat und dass wir diese Kampfansage annehmen und hier unsere Rechte kämpfen werden. Wir erleben auf der einen Seite, dass man uns den Sonntagswegen dankt für unsere Leistung, dass man uns dankt für die Versorgung mit Lebensmitteln, gerade auch während der Pandemie, wo niemals ein Regal leer war, das ist unsere Leistung. In Sonntagswegen erklärt man uns, dass unsere Leistung für Biodiversität und Naturschutz natürlich honoriert werden müssen. Und am Montag nimmt man uns genau die Mittel dafür. Allein die Mittel aus der BAP für Thüringen sind von 2021 zu 2023 um 20 Millionen Euro zurückgegangen.